Dank und Würdigung für harte Arbeit in Städten und Gemeinden. Die Freien Wähler haben Kommunalpolitiker aus dem gesamten Freistaat im Bayerischen Landtag empfangen. Unter dem Motto Kommunales Mandat, Verantwortung und Ehrenamt würdigte die Landtagsfraktion die große persönliche Leistung der rund 300 geladenen Gäste, stellvertretend für viele tausend weitere Mandatsträger im Land. Zum Auftakt seiner Rede betonte der parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibel, dass die Freien Wähler Ideengeber der Staatsregierung seien. Wir haben auch im letzten Jahr 418 Anträge hier im Haus gestellt, 213 allein zum Doppelhaushalt, und von den letzten 205 Anträgen, die wir gestellt haben, sind immerhin 70 Anträge angenommen worden. Das heißt, wir sind nicht so zahnlos, wie man meint. Das ist ein Drittel von den regulären Anträgen ist durchgegangen. Und das nach meiner Meinung ist schon ein guter Erfolg. Dies sei besonders angesichts der alleinregierenden und weitgehend beratungsresistenten CSU eine Leistung, die sich durchaus sehen lassen könne. Fraktionschef Hubert Aiwanger stellte in seinen Ausführungen das Konzept der dezentralen, regionalen Energiewende vor. Damit könnten auch die umstrittenen Stromtrassen quer durch Bayern verhindert werden. Meine Damen und Herren, ich habe mich viel umgehört zu diesem Thema und habe mit unseren Bürgermeistern gesprochen. Und natürlich sagt jeder, ich will es nicht haben, das darf nicht das alleinige Kriterium sein. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer schürft und findet diese Aussage immer mehr bestätigt, dass wir diese geplanten Stromtrassen ja gar nicht brauchen, weil es mit der Thüringer Strombrücke jetzt sowieso rund 2 Kernkraftwerksleistungen Energie nach Bayern gibt, wenn mehr Energiezusammenarbeit mit Österreich angeboten wird, uns förmlich aufgedrängt wird von den Österreichern, wenn wir Potenzial bei den Erneuerbaren noch massiv nach oben haben und wenn wir eine ganze Latte von Gaskraftwerken schon im Land haben, die wir nur ein bisschen mehr hochfahren müssen, und dann könnte man sogar Strom exportieren und nicht nur importieren. Die herausragende Rolle der Kommunen innerhalb der bayerischen Politik betonte der kommunalpolitische Fraktionssprecher Joachim Harnisch. Städte und Gemeinden seien für alles zuständig, von der Umsetzung des Asylrechts bis hin zur Wasserversorgung der Bürger. Harnisch lieferte zudem einen Einblick in seine aktuelle Arbeit im Ausschuss für kommunale Fragen, Inneres und Sport. Wir werden uns in diesem Ausschuss damit beschäftigen, wie können wir das regeln, dass die Gemeinderäte, Sie sehen hier Verantwortung und Ehrenamt heißt halt immer, dass sie das, Bürgermeister, nur einige, die viele davon sind hauptamtlich, aber dass viele davon im Ehrenamt sich die Zeit nehmen müssen, um zu einer Gemeinderatssitzung zu kommen, zu einer Kreistagssitzung zu kommen, die Stadtratssitzungen teilweise schon vormittags stattfinden, oder zu einer Bezirkstagssitzung zu kommen, die in der Regel auch tagsüber irgendwann stattfinden. Wie können wir erreichen, dass diese Leute, die vom Volk gewählt worden sind in diese Gremien, dass die auch die Zeit aufbringen können, dass ihr Arbeitgeber den auch freigeben muss, um dort ihrem Wählerauftrag letztlich gerecht werden zu können? Um schnellstmöglich eine praxisgerechte Lösung zu finden, wird auf Initiative der Freien Wähler eine Expertenanhörung zu diesem Thema stattfinden. Schließlich sollen die kommunalen Mandatsträger ihr Amt auch uneingeschränkt ausüben können, ohne dass Handel und Wirtschaft vor Ort unangemessen benachteiligt werden. Die Freien Wähler, sie stehen für eine sachorientierte und vernünftige Politik auf Europa-, Landes- und Kommunalebene.